Im letzten Teil des Einführungsteils soll es zum Schichtenarchitektur gehen. Wir haben vorhin gerade im letzten Teil besprochen, dass man von einem verteilten System in erster Linie zwei Sachen haben möchte. Das ist die Skalierbarkeit und das ist die Transparenz. Skalierbarkeit im Sinne von, das System soll erweiterbar sein und sich an unterschiedliche Anforderungen anpassen können. Transparenz im Sinne von als nutzender Dienst, als menschlicher Nutzer oder Nutzerin soll ich nichts davon merken, wann sie die Rahmenbedingungen ändern, sei es in Ballastsituationen, sei es irgendwelche Daten, die mehr verwalten muss, seien es irgendwelche Ausfälle. Man löst es im Normalfall sehr oft, indem man verteilte Systeme in sogenannten Schichten anordnet. Von einer Schichtenarchitektur spricht man dann, wenn man Aufgaben des verteilten Systems unterschiedlichen Ebenen zuordnet, die auf diesen belässt und dann versucht, eine klar definierte Schnittstelle, einen klar definierten Schnitt zwischen diesen Schichten zu trennen, sodass sie innerhalb einer Schicht was verändern kann, ohne dass die darüberliegende Schicht was davon bemerkt. Wir kennen das ganz üblich aus dem World Wide Web. Wenn wir in unserem Browser aufmachen, eine Webseite aufrufen, dann merken wir nichts davon, ob der Zugriff auf das Web über verkabelte Verbindung, über das Ethernet, über WLAN oder über sonst irgendeine UMTS-Verbindung zum Beispiel passiert. Im Normalfall kommt einfach die Webseite, ohne dass wir was davon merken. Vielleicht kommt es ein bisschen schneller oder langsamer, aber ganz grundsätzlich ist der Zugriff der gleiche. Das ist deswegen, weil die Anwendung des Webbrowsers in einer Schicht angesiedelt ist, die relativ weit oben hin zum Benutzer liegt, der Zugriff auf das Netzwerk in einer darunterliegenden Schicht angesiedelt ist, bei dem man nichts davon merkt oder das nach oben hin nicht zeigt, welche Technologie jetzt tatsächlich benutzt wird. So, auch hier wieder ein paar Begriffsklärungen. Ich fange vielleicht nicht bei den Klassifikationen an, sondern ein Stück weiter hinten. Zu Vor- und Nachteilen habe ich jetzt gerade was gesagt. Bei klassischen Schichtenarchitekturen. Schichten haben wir immer wieder, die werden wir noch dann im ersten Themenbereich bei der Netzwerktechnologie gleich sehen. Als Protokollstapel, als Protokollschichten, die die Komplexität bei Netzwerkzugriffen voneinander verbergen und transparent machen, um auf diesen Begriff wieder zurückzukommen. Wir haben das aber beim Design von Softwaresystemen auch, da ist es auch sehr gängig. Da ist es im Normalfall so, dass man, wenn man ein verteiltes Softwaresystem baut, dass man das in unterschiedlichen Schichten aufbaut, die voneinander unabhängig verwaltet werden können und eine klar definierte Schnittstelle haben, so wie vorher erwähnt. Bei einer Zwei-Schichten-Architektur, so wie wir es jetzt da im Skript sehen, trennt man üblicherweise die Datenhaltung von der eigentlichen Anwendungsschicht. Hat den Vorteil, dass wenn der Datenbedarf steigt oder der Platzbedarf steigt, man einfach einen weiteren Speicherknoten hinzufügen kann, ohne dass die Anwendung modifiziert werden muss. Oder die Datenschicht an sich selbst komplett verändert werden kann, sag von einer alten textbasierten Speicherung der Daten in Dateien auf ein Datenbanksystem umgestellt werden kann und die Anwendungsschicht muss deswegen nicht modifiziert werden. Oder umgekehrt, ich habe meine Datenhaltung stabil und auf der Anwendungsschicht möchte dem normalen Client, der normalerweise verwendet wird von den Benutzerinnen und Benutzern, möchte einen weiteren Client, zum Beispiel für ein mobiles Endgerät, hinzufügen, ohne dass es einen Unterschied machen soll für die Datenhaltung. Also das wäre eine klassische zweischichtige Architektur. Klassischer haben wir aber eigentlich eine Dreischichtenarchitektur heute. Da ist es so, dass versucht wird, die eigentliche Funktion der Anwendung nur mal zu entkoppeln von der Darstellung des Programms der Anwendung. Das heißt, ich habe nach wie vor die Daten, wie vorhin gerade. Ich habe die sogenannte Domänen- oder Anwendungsschicht, man sagt manchmal auch Business Layer, also Geschäftslogik-Schicht dazu. Und dann habe ich die eigentliche Anwendungsschicht, die dann für Benutzerinnen und Benutzer sichtbar wird, oder die Presentation Logic auf Englisch ist da nochmal beschrieben: Präsentationsschicht, Logikschicht und Datenhaltungsschicht. Wenn ich das habe, ist es
nur stärker entkoppelt. Ich habe meine Datenhaltung, ich kann die eigentliche Funktion der Anwendung in der Domänenschicht verpacken und dann unterschiedliche Arten von Clients zum Beispiel mit der Anwendungsschicht bedienen. Ja, bei einem E-Mail-Programm könnte man sich vorstellen, man möchte vielleicht ein Webinterface fürs Mail haben, man möchte einen Zugriff über mobile Clients, über irgendeine App realisieren und man möchte einen Zugriff für E-Mail-Clients am Desktop über IMAP oder das POP-Protokoll, nimmt man immer, also das IMAP-Protokoll, realisieren. Das wäre eine klassische dreischichtige Architektur. Auf Englisch spricht man von einer Three-Tier-Architektur, also das Tier, dieser Tierbegriff steht in dem Fall für Schichten, ist Übersetzung hier gemeint. Bei verteilten Systemen kann man sich jetzt nur überlegen, okay, logisch haben wir grundsätzlich einmal das Ganze in drei Schichten unterteilt. Die Frage ist jetzt, wie unterteilen wir es denn physisch auf die einzelnen Knoten in unserem verteilten System? Da kommen dann die Begriffe wie Thin Client oder Fat Client oder Thick Client her. Wenn man den Schnitt einzieht, dass die Daten- und Funktionshaltung auf einem zentralen Knoten hinterlegt werden, also zum Beispiel auf einem Server hinterlegt werden, und nur die Präsentationsschicht auf den Client ausgelagert wird, dann spricht man von einem Thin-Client. Wir haben das, früher war das ganz gängig bei den Großrechnersystemen, die irgendwo im Keller von irgendeinem Bürogebäude gestanden sind, dass dann auf den Arbeitsplätzen nur noch Terminals gestanden sind, die eigentlich nur Bildschirm mit Tastatur, vielleicht schon Maus, wenn es modern war, dabei waren. Da hat man genauso eine Thin-Client-Architektur gehabt. Man hat das heute manchmal wieder, wenn man auf gewisse Apps denkt, die eigentlich nur Webrahmen, Browser sind, wo die gesamte Darstellung, die gesamte Funktion, also die Datenhaltung sowieso irgendwo aus dem Netz geladen wird und auf dem Endgerät nur noch dargestellt wird und sobald man irgendwo draufklickt, geht die Anforderung direkt wieder zurück zum Server. Die Kartendienste, die man so auf Mobiltelefonen hat, sind da ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe nicht die gesamte Datenhaltung sowieso nicht, aber auch die Funktion der Suche nach irgendwelchen Geschäften oder nach irgendwelchen Orten habe ich alles nicht am Endgerät. Das wird man dann aufs Endgerät, und zwar nur die Daten, die ich tatsächlich brauche, aufs Endgerät in einer Form, wie ich es darstellen kann, schon ausgeliefert durch den Server und bei mir wird nur mehr die eigentliche Darstellung am Gerät gemacht. Wenn man es ein bisschen mächtiger haben möchte, kleinzeitig, skaliert natürlich dann auch besser. Skaliert besser im Sinne von, wenn ich mehr Clients bedienen muss, dann wird irgendwann mal die Last am Server so hoch, weil ja die ganze Funktionslogik, die Geschäftslogik dort ausgeführt werden muss, verlagert die jetzt ein bisschen was von der Geschäftslogik oder die gesamte Geschäftslogik auf den Client. Dann sprechen wir von einem Datenserver, es liegen also nur mehr die Daten irgendwo zentral im Netz und die gesamte Funktion, Präsentation, die verlagern wir auf den Client oder bei unserem Beispiel aufs mobile Endgerät. Fällt mir da als Beispiel ein. Bei manchen ERP-Systemen, CRM-Systemen, hat man diese Funktion, also ERP Enterprise Resource Planning oder CRM Customer Relationship Management Systeme. Da sind Clients in der Lage, relativ viel der Datenanalysen schon durchzuführen, die man da machen möchte. Nur die Daten werden irgendwo zentral am Server vorgehalten. Und wenn ich einen Fat-Client habe, dann halte ich mir sogar einen Teil der Daten am Rechner selbst vor und untertrenne die Datenschichten einmal, sodass es nach wie vor irgendwo eine zentrale Datenhaltung gibt, mit der dann irgendwo abgeglichen wird, dass aber nicht nur Darstellung und Funktionen am Server liegen, am Client passieren, sondern auch Teile der Datenhaltung schon dort sind. Dann habe ich echte Offline-Fähigkeit. Also das ist, wenn ich zum Beispiel ein Windows so konfiguriert, dass es offline-fähig ist, dass es nicht mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden werden muss, sodass ich auch arbeiten kann, dann hält sich das Teil nicht nur die ganzen Programme und die ganze Darstellung, sondern auch die ganzen Daten irgendwo vor, auf die ich Zugriff haben möchte. Und erst wenn ich mich wieder in das verteilte System, ins Netzwerk einlogge im Unternehmen, dann werden die Daten wieder abgeglichen. Das wäre klassische Fat-Client-Architektur. Ja, den Rest habe ich eigentlich schon gesagt. Insofern
sind wir da schon durch. Da ist Präsentationsschicht, Geschäftsschicht bzw. Logikschicht und Datenhaltungsschicht nochmal detailliert beschrieben, haben wir aber in den ganzen Beispielen schon drinnen gehabt. Insofern sind wir auch schon wieder fertig mit.